willkommen zu G-Song und heute haben wir mal ein PS1-Spiel für euch mit einem kleinen lila Drachen, nämlich Spyro oder Spyro 2, je nachdem wie man das ausspricht. Getaway to Glimmer, und das könnt ihr euch jetzt einfach anschauen. Viel Spaß! So, hallo, willkommen zu Spyro. Ich glaube, ich spreche ganz aus. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Spyro. Also, hier sehen wir jetzt mal den Anfangsbildschirm. Da kommt er reingeflogen. Das Level, wo wir hier sind, das ist eins der späteren. Es gibt sozusagen Ober- und Unterwelt. Und, jetzt haben sie es gibt drei Oberwelten, die man dann nach und nach freischaltet. Und wir sind jetzt hier in einer der Unterwelten, wo wir von den Bewohnern immer Aufgaben bekommen. Die Level sind sehr unterschiedlich. Wir müssen jetzt zum Beispiel Dioden einsammeln, die dann sozusagen den Strom umleiten und dass wir da durch können. Es gibt jede Menge verrückter Gegner. Jedes Level hat ein anderes Setting und andere Gegner zu bieten. Abwechslung gibt es genügend, es gibt jede Menge Level, man muss Gold einsammeln, weil man damit neue Fähigkeiten dann kaufen kann oder anderes Zeugs von dem lieben Herrn Geldsack, der uns die ganzen Spiele begleitet. Ja, man muss auch immer wieder in Levels zurückkommen, weil man dann erst die Fähigkeit hat. Die Libelle Sparks ist sozusagen unsere Lebensanzeige. Sie wird erst blau, dann grün. Und wenn sie gar nicht mehr da ist, müssen wir gucken, dass wir unbedingt Schmetterlinge finden. Da gibt es die normalen gelben Schmetterlinge, die uns wieder heilen. Das sind dann, wie zum Beispiel in diesem Level, sind es Ratten, dann gibt es Schafe, Kröten und Küken und was weiß ich. So, jetzt mal wieder blau. Und dann gibt es auch blaue Schmetterlinge, die geben uns Leben dazu, weil das ist ja ganz typisch für Jump'n'Runs. Es ist natürlich für kleine Kinder, diese liebe Libelle, Fünkchen heißt sie, meine ich, sind sozusagen Checkpoints. Wenn wir sterben, kommen wir da wieder hin. Und ich finde, man kann sich es eigentlich immer noch angucken. Natürlich ist es eine Glättung drin, sonst wäre das viel zu verpixelt, weil wir jetzt mit der PS3 aufgenommen. Da haben wir eine gewisse Glättung erfahren. Also so gut sieht es dann doch nicht aus. Jeder Gegner hat ein bisschen anderes Angriffsschema, ist aber recht leicht zu besiegen. Auch die Endgegner, das ist halt für Kinder. Sind jetzt nicht so der Renner. Ist viel einsammeln. In jedem Level gibt, kann man sogenannte Kugeln einsammeln. Die muss man einsammeln, um Bonus-Level freizuschalten. Und man erhält sie meistens 3 pro Level, indem man versteckte Mini-Aufträge erledigt. Die muss man echt finden. Da gibt es zum Beispiel hier dieses rechte Tor. Wenn ich 18 Gegner, also so Seelen, bekommen habe, aktiviert es dieses Tor und dann kommt eine Spezialfähigkeit wie Hochspringen, Fliegen für kurze Zeit, besonders heißes Feuer oder ganz schnell rennen, damit wir diese auch schwere Krüge zerstören können. Das sind meistens Geschicklichkeitsaufgaben. Eine meiner Lieblingsaufgaben ist das Eishockey gegen so Art Affen, glaube ich, sind es. Das macht echt Laune. Und man bekommt dann so halt seine Kugeln, mit denen man dann auch Tore freischalten kann. Und um in die Endgegner-Arenen zu kommen, muss man die zum Teil auch bekommen. Oder diese Talismane einsammeln. Nach Abschluss jedes Levels bekommen wir einen Talisman von den netten Bewohnern, die wir meistens befreien müssen. Und über diese Kiste. Das ist ganz wichtig. Das war... Also ich stelle dieses Video nicht rein, weil Spyro ist für mich der Beginn des Zockerdaseins gewesen. Mit dem hat alles angefangen. Ich habe früher Stunden gebraucht, um was zu schaffen. Jetzt spiele ich es in einem Tag fast durch. Ich finde es immer noch nett gemacht. Auch wenn die deutschen Sprecher den
wieder gibt. Ich glaube, zwei Sprecher gibt es. Einen für männlich, einen für weiblich. Das klingt fies. Hatte ich auch eine schöne Szene, aber wegen der Zeit ist die jetzt nicht mehr reingekommen. Aber ich denke, das Video zeigt ganz gut die Spielmechanik. Und Kreativität wird hier echt groß geschrieben, weil es ist wirklich sehr kreativ. Man kann viel entdecken. Die Level werden mit der Zeit immer komplizierter. Natürlich auch anspruchsvoller. Und manche Sachen sind schon ein bisschen gemein. So. Da ist auch schon das Ende. Die Level sind recht kurz. Aber manche muss man auch dreimal spielen, bevor man alle Kugeln hat, weil man dann erst alle Fähigkeiten dazu hat. Ja, unser Feuer ist nicht heiß genug. Und die Figuren schauen schon echt ulkig aus. Auch jetzt das Seepferdchen und vor allem auf die Krabben müsst ihr mal achten. Genial. Aber es sieht halt echt, die Charaktermodelle sehen halt echt schick aus. Ich wüsste jetzt nicht, was das sein soll. Irgendwelche Erdenmännchen oder Hunde zwischen den, naja, Schafe mit Kuhglocken, nein, Glas Aquarien auf dem Kopf, damit sie auch unter Wasser überleben. Genial, und das sind eben die Krabben mit den großen Glutschaugen. Genial. Hier gilt es jetzt, die Seepferdchen, das sind Seepferdchen-Level, die auf dem Trockern liegen, und wir müssen das Level fluten. Das heißt, gucken, wo es die Knöpfe gibt. Einen habe ich jetzt schon geöffnet. Und je weiter wir fluten, desto mehr ergibt sich von dem Level. Da sind Haie. Da sollte man nicht hin, weil sonst geht man kaputt. Aber ich höre ja nicht auf mich und meiner ganzen Verzweiflung, weil ich finde den Weg nicht. Jetzt kommen wir hier mal zum Handbuch. Hier sehen wir die Oberwelt und die Aquaria sind wir jetzt. Die Kugeln, und jetzt haben wir das übersprungen. Jetzt sind wir hier bei dem Geldsack, bei dem wir unser Geld loswerden, das wir gesammelt haben. Ich meine, der heißt schon Geldsack. Wahrscheinlich heißt das Ding, was er in der Hand hält, so. Und dass wir von diesem Metall heilen. Da gibt es natürlich auch noch eine Bonusmission. Da können wir dann ganz schnell durchs Wasser und dann können wir diese ganzen Metallhaie zerstören. Das müssen wir auch. Dann gibt es noch so Challenge. Galaxien nenne ich es jetzt mal. Ja, genau. Wo man unendlich fliegen kann, unendlich schnell ist. Ey, das sieht einfach nicht gut aus. Aber egal, das ruckelt, die Gegner ruckeln, das ist mir nie aufgefallen. Naja. Ist ein PS1-Spiel und dafür kriegt kein Augenkrebs. Und die Steuerung ist echt kackelig. Das Level-Design ist echt schön. Es gibt von Winterlandschaft zu Orient echt alles und das ist dann doch wieder toll. Und die Luftblase, in der unsere Libelle ist. Und wenn wir hier jetzt Feuer spucken, dann machen wir Blasen. Ja. Unsere Welt ist, das war jetzt nass. Unser letzter Talisman, den wir gebraucht haben. Jetzt kommen wir zum ersten Endgegner. Zu Crush. Drei Stück gibt es für jede Welt ein. Crush, Schluck und Ripto. Diese haben nämlich die Welt von Avala befallen. Und unter deren Fittiche gebracht. Weil sie ungewollt durch so ein Tor gekommen sind. Und wir wurden eben gerufen. Wir wollten eigentlich Urlaub machen. Aber das wird nichts. Weil man uns abgefangen hat, während wir auf Reisen waren. Und das ist einfach genial. Also für damals fand ich das echt lustig. Ja. Und wir müssen den jetzt eben schlagen. Hier sehen wir jetzt, wie viele Kristalle wir eingesammelt haben. Diamanten, Edelsteine. Tutorials gibt's viele.
auch die Schafe, da gibt es eine Stelle, wo man ein bisschen cheaten kann. Da du jetzt 6 Talismane und sich hast, unendlich viel Leben. Ich glaube, auf der PS1 habe ich einen Spielstand mit 1000 Leben oder so. Naja, also das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein Einblick gegeben in die frühe PS1-Zeit mit Spyro, auch wenn er seinen Glanz verloren hat. Das war's. Auf Wiedersehen. So, das war's von Spyro 2. Ich hoffe, das Ausgegraben hat euch gefallen. Man sieht sich bald wieder. Bis auf dann!